Sie schreiben Bücher mit Steinen? Richtig. Es ist sehr unpraktisch, nicht wahr? Naja, Er nickt. aber es hält dafür ewig. Nun ja, Also, man sagt dir nicht umsonst alt wie ein Stein. aber wenn ihr das Buch mitnehmen wollt, es wäre auch etwas aufwendig. Naja, wenn ihr so groß wärt und so viel Kraft hättet, ich weiß, das fällt euch schwer, mich das vorzustellen, aber dann könntet ihr sowas auch viel leichter mitnehmen. Ja, sicherlich, aber es ist doch wesentlich einfacher, etwas auf Pergament festzuhalten, als auf Tonnen quaderschweren Steinen. Naja. Pergamente verwelken, Steine halten. Genau. Ach. Wie eindeutig den Vorteil im Stein. Stein schlägt Papier. Weiß man ja. Nun ja. Ja, wenn ihr das so sagt. Trotzdem, lasst uns einmal schauen, was dort steht. Ich gehe mal hin zu diesem einen von diesem Stein und guck mir den mal genauer an. Ihr hattet übrigens recht, Boltax. Es war tatsächlich eines dieser Märchen in dem Buch, das wir hatten. Ich meine, es wäre aus Sicht der Novadis erzählt worden. Wisst ihr noch den Text? Ich glaube, ich kann mich an ein Stückchen erinnern. Raschtul al-Scheik führte die Menschen ins Tal. Groß wie zwei Männer war er, sein Bart so lang wie der Schweif eines Schadif. Seine Beine wie Säulenkakteen, seine Muskeln wie Ankertaue, hart wie Stein sein Blick. Sein Kaftan war aus Löwenfell, seine Jadra aus ein Zypressenbaum, und er erwürgte einen Zulnidin mit jeder Hand. Ihm folgten die Beni Tulam und die Rakshasanim, was auch immer das sein mag, denn er war der Scheik al-Scheik. Rastula hatte ihn gesegnet und er lebte 3 mal 99 Jahre. Was für eine seltsame Zahl. Ihr meint eventuell Rashtul ist Rashtulla? Dieser Ja, Wüstengott? sehr ähnlich. Nun, also, ihr hattet doch nicht wirklich Rastula für einen echten Gott gehalten. Natürlich nicht, das ist ein Aberglaube dieser Wüstenvölker, aber. Richtig, und was läge näher, als einen Giganten zu sehen, was diese törichten Wüstenbewohner dort glauben? Nun, sie sehen ein großes Wesen, erzählen sich davon, und über die Jahrhunderte entstehen diese Märchen von dem einen Gott. ob es noch mehr von diesen Giganten gab? Nun, sicherlich, die schwarze Sichel, die rote Sichel, die gelbe Sichel, kennt ihr diese Geschichten nicht? Ja, natürlich, aber es sind Geschichten, wie gesagt. Nein, Weiß Robert erzählt keine Lügen. Es waren einst die Schwerter von der Urmutter. Genau. Ho, Seht ihr aber mir? Interessant. Es erschließen sich neue Perspektiven, wenn man es so betrachtet. Dann ist dieses Ding, gegen was diese Schwerter kämpften, auch da? Wann? Immer noch? Ich erinnere mich auch noch. Was anderes war das Buch, das ich mir im Tempel ausgeliehen habe. War auch etwas zu Trollen. Lasst mich kurz nachdenken, wie ging das noch? Ah ja, von den Trollen gibt es heute nur noch einige hundert. Einst aber herrschten sie das Land wie heute die Menschen. Ihre Festung, die sie aus herausgebrochenem Gestein und entwurzelten Bäumen auftürmten, ragten bis in den Himmel. Das Land beherrschten sie. Na, wie war das noch, von einem Bollwerk aus, meine ich, das die Trolle selbst aufgetürmt hatten. Die Trollzacken? Trollzacken. Genau. Und im Garetischen und im Tobrischen hört man auch immer wieder Legenden vom Trollkönig. Ja, meine Großmutter erzählte mir manchmal Geschichten vom Trollkönig. Aber das kommt natürlich mehr so aus Südtobrien und Westtobrien, diese Geschichten. Also nicht mit den Küstenbewohnern. Die haben mit Trollen, glaube ich, gar nichts zu tun. Aber wir lebten ja tatsächlich in der Nähe der Schwarzen Sichel. Da erzählte mich man sich schon öfter mal so Trollgeschichten. Ja, Und der und Trollkönig, wisst ihr, der hat einen Bart, der wuchs durch einen Stein hindurch.
Durch einen Stein. Durch einen Stein. So lange schlief der in seiner Höhle. Eieiei. Das hat ja was zu heißen. Das ist aber wieder erfunden, oder? Wer weiß. Ihr sagtet doch selbst, aber mir, jedes Märchen hat ein Fünkchen Wahrheit. Ah, und wie ich gehört habe, sind die Trolle die ersten Kinder der Riesen. Damit das älteste Volk. Selbst älter als wir Zwerge. Und viel älter als die Menschen natürlich. Naja, damit müssen sie wohl alles gesehen haben. Alle meint, ihre Geschichten sind in diesen Steinen verankert? Ihr Wissen? Und das ist zumindest anzunehmen. Stimmt, nicht alles Wissen, aber ein gewisser Teil. Sicher. Interessant, interessant. Ach. Und wir dürfen auch nicht die Rolle vergessen, die Rolle, die ich, naja, trotz des Namenlosen hatten. Er hat viele Trolle versucht. Nach vielen Monden und dem Sphärenschänder verändern sich die Himmel wieder unter dem Schwarzdrach. Dies wollen wir natürlich verhindern. Könnt ihr uns dabei vielleicht behilflich sein? Ja, eine Allianz gegen die Drachen. Trolle und Menschen und Zwerge gemeinsam. Ah. Unsere Allianz besteht doch. Die Rosh Chodorim Pakt erneuert. Verzeiht, ist das eure Bezeichnung für euer Volk? Er schüttelt langsam mit dem Kopf, seine Haare wallen wieder. Die Rosh Chodorim sind die sieben Gezeichneten. Sie erneuerten vor kurzem den Pakt. Oh, tatsächlich. Vor kurzem ist es schon eine Weile her. Nun, vor kurzem ist wahrscheinlich relativ gesehen. Richtig, Trollperspektive und so. Kamen nach Graulgatstor. Ist das euer Vater? Dies ist die Stadt. Die Trollfeste. Schwarzen Zacken. Feste, interessant. Nun liegt es an euch, den Sternenhimmel zu bewahren. Haltet euch an Pomadenhaar. Er scheint klug. Ja, der Schein kann trügen, aber. Sicherlich. Lassen wir den Troll sein Willen. Ein sehr schlauer Mann. Er ist ein Troll, er ist 4 Meter groß, er hat immer recht. Ja, sag ich doch. Was genau hat sich denn alles geändert? Ich dachte, es ginge nur um dieses eine Sternbild, Utas Pforte. Aber sagt einmal, Graulheim, verändern sich noch weitere Sternbilder? Die Sterne sind immer in Bewegung. Wenn er die Pforte eindrückt, verändert sich die Finsternis wird herrschen. Zweifelsohne. Das versuchen wir natürlich zu verhindern. Meint ihr, dieser Troll weiß etwas über eine Waffe? Ihr wisst schon, welche Waffe? Sicher, die Riesenvölker, die hatten es ja nicht so mit den Drachen, verständlicherweise. Und die Riesen fühlten sich ja immer von den Drachen übervorteilt, verständlicherweise. Wollen wir ihn fragen nach den Waffen? Sicher, warum nicht? Ja. Sag, guter Troll, kennt ihr eine Waffe namens Drakundas oder eine Kugel namens Knadugas oder vielleicht umgekehrt? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, umgekehrt. Egal. Umgekehrt. Tatsächlich, ihr kennt sie? Diese Waffen wurden euch von uns gegeben im Kampf gegen Schwarzdrach. Wisst ihr etwas Genaueres, wie man sie genau benutzt? Wir hatten zwar schon eine gewisse Eingebung, aber jeder Hinweis ist ein guter Hinweis. Ihr müsst die Mondmacht nutzen, die in den wahren Namen liegt. Sie zerstört den Karfunkel. Ja, und wie benutzt man diese wahren Namen? Wie speist man sie in die Kugel ein? Mondmacht. Ja, das sagtet ihr. Es ist doch verständlich. Was ist wohl die Mondmacht? Natürlich die Sternkraft. Ja. Also muss einer von euch doch eines tun. Wir wissen auch nicht, wie man diesen Wahrnamen mit Magie einspeist. Nicht wahr?
Rufen einfach einen Erzelementargeist und der gestaltet die Kugel dann so um, dass der wahre Name da drauf ist. Gar nicht einfach. Ich bezweifle das. So habe ich das nicht interpretiert. Also, ich auch nicht. Wenn ich davon höre, die Mondmacht eingeben lassen, das hört sich für mich eher danach an, als ob man seine Astralmacht frei fließen lassen soll. Herr Graulheim, ist das richtig? Weißrobe ist richtig. Seht ihr? Na gut, das wird unserem Preiosgeweihten gar nicht gefallen. Nun, ihm gefällt viel nicht, was wir tun, aber nun, er muss damit auskommen. Nun, er ist im Moment ewig. Hat ein altes Artefakt aus der Zeit des Namenlosen. Es muss zuerst vernichtet werden. Ihr redet von seiner Kette? Dieses Mal weiß auch Herr Mondmacht, was ich meine. Vielen Dank. Ich heiße Abelmir. Herr Mondmacht. Oh, oh. Gewiss. Graulheim, ihr spracht eben von der Macht der wahren Namen. Kennt ihr denn vielleicht einige wahre Namen, die mir Umgang mit den Elementen noch etwas helfen würden? Ihr müsst wissen, ich bin nicht der Geode, der ich einst sein könnte. Das Element willst du beherrschen? Welches der sieben? Du spürst neben dir, wie der Druide lächelt. Es sind sechs, nicht wahr? Was ist das siebte Element? Ihr meint doch nicht die Macht, die Kraft oder was? Das Element ist der Geist. Das Erz natürlich. Als solider Zwerg, der solide gebaut ist und immer auf dem Boden der Tatsachen steht, ist mir das Erz das nächste Element. Damit schaut Graulheim einmal zu seiner Zeichnung. Ist es nicht wirklich, aber er betrachtet jetzt mehrere. Für ihn sind es Kieselsteine, für dich eher Brocken, die größer sind als dein Kopf, vielleicht so groß wie der Kopf von Raphim. Und wird sie dann mit dem Fuß langsam hin und her schieben, mit seinem kleinen Finger sie ein bisschen anstoßen, bis sie dann in der richtigen Position liegen bleiben. Es dauert ungefähr 10 Minuten, während er nachsinnt, denkt, korrigiert und dann irgendwann fertig ist. Ja, ich setze mich dann dazu und meditiere und präge mir das immer wieder ein, wie er es macht, gucke an den Sternhimmel, gucke auf die Kieselsteine, fahre mit meinen Händen drüber, ertaste es, erspüre es und nehme die ganze Präsenz in mich auf. Habt ihr auch, dieser Geist, diese siebte Kraft, habt ihr dort auch einen Namen? Wir haben Namen für alle. Würdet ihr uns einen verraten? Wenn es euch keine Mühe bereitet. Er scheint wieder zu überlegen, nickt dann. Atmurmleis Gelerik. Er Mondmacht auch. Dann schiebt er wieder ein paar Steine herum. Vielen Dank. Ich würde mich dazu begeben und den Cantus Memorans intonieren, wirken. Was möchte Frau Weißrobe dann machen? Oder Pomadenhaar? Ich studiere die Raumbilder, die er da baut. Ja. Das ist so ziemlich das Einzige, wo ich da mit der Mondmacht helfen kann. Gut, kannst du gerne machen. Allerdings ist mein Fachgebiet natürlich eigentlich eher die Navigation, also möchte ich mal schauen, was ich daraus ziehen kann in der Hinsicht mit der Orientierung mit dem Sternenhimmel hier. Würfel gerne mal eine Sternkundeprobe. Darf ich meine neue Spezialisierung auf Navigation benutzen? Navigation? Nee, weil ich was anderes von dir will. Frau Weißrobe tun. Ich möchte den Zeitpunkt abpassen, wo Graulheim nicht abgelenkt erscheint und ihm dann auch eine Frage zu wahren Namen stellen.
Ja, wie gesagt, nach weiteren 5 Minuten ist er wohl dann noch mit dem Geisterbild für Abelmir fertig und schaut dann dich an. Sagt einmal, Herr Graulheim, wenn wir gerade schon wahre Namen erwähnt haben, dieser Schwarzdrach, er hat auch einen wahren Namen. Kennt ihr vielleicht einen Teil davon? Er hat damals geheißen Korungur, als wir ihn töteten. Und das habt ihr mit Knadukas und Drakundas getan? Er entzog sich dem Tod. Sein Onkel lebt und existiert weiter. Er ward wiedergeboren. Es Xyxyx. Ein schwieriger Name. Und auch diesen Namen legt er ab, wo die Tore eingedrückt werden. Erneut zu leben werden. Sein Name verändert sich weiter. Herrje, wenn ich doch jetzt nur wüsste, nach welchen Kriterien Drachen ihren Namen aussuchen. Streifen ihn ab wie ein Schuppenkleid. Graulheim, ich habe eine Frage. Was für ein Sternhimmel ist das? Das ist nicht der Sternhimmel, mit dem ich vertraut bin. Er schaut nach oben und nach kurzem Überlegen deutet er dann auf die Raumbilder vor sich. Ja, dann studiere ich die einmal genauer und vergleiche. Das ist der Drache. Ist das der Name? Er nennt dieses Sternbild Drache. Und dies verändert sich. Wir befinden uns auf einem Träumpfad. Umadenhaar hat zugehört. Wir sind nicht Aventurien. Ist das eine Globule wieder? Ein Trollpfad. Wenn sich das Sternbild des Drachen verändert und die Namen der Drachen sich verändern, nun, es liegt nicht fern, dass das zusammenhängt, nicht wahr? Kiaras, denkt ihr wohl, dass man aus den Veränderungen des Sternbildes einen Teil des wahren Namens, des neuen Namens herausfinden kann? Wenn wir den alten wahren Namen haben und die Veränderung des Sternbilds einberechnen, sollte es möglich sein, den neuen Namen zu bekommen, denke ich. Ich hätte damals in Sternkunde besser aufpassen müssen. Verzeiht. Ich habe euch ja erzählt, dass ich die Niobara Sterntafeln besitze. Zwar die nautische Variante, aber es gibt natürlich auch eine Ausgabe, die viel mehr auf Magie getrimmt ist. Eventuell besitzt der Pentagon-Tempel eine Ausgabe davon. Nun, wenn es jemand besitzt, dann doch wohl dieser Tempel. Ja. Wäre auch etwas, was wir zurückverfolgen können dann. Das klingt nach wie dieser merkwürdigen Zahlenmystiker, die wir in Zorgan? Ich hörte von Zorgan, glaube ich, von Ihnen. Ja, ich hörte, dass es auch unter den Erzzwergen solche Zahlenmystiker gibt. Stimmt das, Boltax? Ja, das ist richtig. Also selbst wir als Geoden, die wir ja als verschrobene Zwerge gelten, hin und wieder, sehen diese Zwerge doch als etwas verschroben an. Also es sind nicht die leichtesten Gesellen. Aber ja, doch durchaus, und sie sind sehr kompetent. Aber sie haben auch sehr viel Zeit, die Sterne zu beobachten. Im Vergleich zu euch, jetzt nicht im Vergleich zu unserem großen Freund hier, nicht wahr? Oldux, würfel mal bitte auf trollische Raumbilder. Ja. Moment. Vor dir liegt der Name Doriforos, der unbezwingbare Titan. Teile ich den anderen auch mit. Seht, das ist der Name Doriforos. Ein unbezwingbarer Titan. Ja. Ja, was ist mit dem ein Erzelementar, oder? Ah, ja. Interessant. Ach, ich glaube, wir können viel von diesem Troll lernen. Schade, dass wir keine Zeit haben, hier länger zu verweilen. Ich glaube, Zeit ist relativ. Auf dem Trollpfad, nicht wahr? Nun ja, wir wissen nicht, wie die Zeit verläuft. Wir könnten hier einen Tag verbringen und ein Jahr verlieren auf Dera.
oder andersherum. Wir wissen es nicht. Genau. Ein weiterer Einfall, der mir gerade kommt. Könnte es passieren, dass sich der wahre Name des schwarzen Drachen mit dem des goldenen Drachen mischt, jetzt da er die Flamme geklaut hat? Oh weh. Nein, das darf nicht passieren. Wenn das passiert, goldene Drache. Ha. Oh, Weißrobe hält sich für so schlau. Eigentlich ist Pomadenhaar der Klapp. Oh, oh. Das bedeutet, wenn wir Spuren finden könnten von dem wahren Namen des goldenen Drachen, könnte es uns auch einen Aufschluss darauf geben, wohin sich der Name entwickelt. Ist nicht nur die Flamme, dieses Flammenwesen hat er doch nur absorbiert. Nicht den gesamten Namen, nicht wahr? Vielleicht ja, aber es sind Namen. Vielleicht müssen wir den Namen dieses Flammenwesens erfahren und in Korrelation setzen zu seinem wahren Namen. Krieger müssen viel posten. Dann müssen wir wohl, wenn es um Feuer geht und das Element Feuer und ihr wirklich etwas über den Alagrim wissen wollt, jemanden, der sich besonders gut mit Feuer auskennt. Auch ein Jode. Jemand, der sich gut mit dem wahren Namen oder damit auskennt, wie man wahren Namen herausfindet. Es gibt da jemanden, den wir damals getroffen haben, aber sie sitzt wahrscheinlich in Bornland. Ja, und wo Xenos ist, weiß ich auch nicht. Sagt einmal, guter Troll, diese Trollpfade, wohin führen sie? Xenos von den Flammen. Ja, ein Geode wie ich, nur ungleich mächtiger. Er deutet einmal in eine Richtung, aus der ihr nicht gekommen seid. Den Pfad hinunter. Geht es zu eurem Vulkan? Oh, 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 oh. Wie lange war ich nicht mehr dort? Ah. Könnten wir nicht diese Trollpfade benutzen, um nun ja näher nach Raumlis zu kommen? Ja, das wäre eine Idee. Sag, guter Troll, würdet ihr uns erlauben, diese Trollpfade zu benutzen? Guckt euch an. Verfällt in ein sehr, sehr langes Grübeln. Würfelt mal eine Überredenprobe. 40 Sternchen brauche ich insgesamt. Zwei, da fehlen drei, sind insgesamt 5, die euch aktuell noch fehlen. Irgendwelche Schicksalspunkte? Dann schüttelt er langsam mit dem Kopf. Ich könnte das nur atmen, wenn ich mich jetzt an den Regen erinnere. Trollpfade gefährlich. Nun ja, der Weg durch Darpathion ebenfalls. Nun ja, aber Abelmir, wir wissen doch nicht, wo wir da am Ende rauskommen. Seid ihr gar nicht neugierig? Oh, Weißrobe muss nur dem Elementarweg folgen. Kraftlinie. Mhm. Genau. Ja, sicher. Das klingt sehr einfach. Das ist nicht so schwer. Er deutet einmal zu einer Seite. Dort liegt Amul Shatwa. Das ist die Satin auf Kette 2. Er deutet in eine andere Richtung. Dort liegt der gehängte Mann. Dies ist die Elementarlinie. Das ist der Elfenpfad. Deutet dabei die ganze Zeit in verschiedene Richtungen. Ja, das ist ganz klar, natürlich. Ist dir das nicht bewusst gewesen, Isarun? Nein, tatsächlich. Also ich habe wohl schon von diesen... Das sind doch diese Kraftlinien, richtig? Genau. Ja, uns sind die noch nicht lange bekannt. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nicht mit deren Position beschäftigt. Ich glaube auch nicht, dass die irgendwo verzeichnet sind in unseren Aufzeichnungen. Die Rosh Chodorim wissen von den Kraftlinien. Ja, mit denen hatte ich nie die Ehre, mich persönlich zu unterhalten. Wir wissen auch von den Kraftlinien. Ist das echt kein Begriff? Ja. Natürlich, ich habe mich ebenfalls mit dieser Materie auseinandergesetzt, aber nun, ich bin nun ein Laie, könnte man sagen.
Wirklich? Wo habt ihr denn Aufzeichnungen dazu gefunden? Abend? Natürlich in Punin, wo man alles findet. Zu allen Gebieten. Ach ja. Natürlich. Sie sind nicht so rückständig wie in Gareth. Rückständig? Das ja. Das werde ich Walnar Yitzkog bei Gelegenheit einmal mitteilen. Ich dachte mir an die Weiße Gilde, nicht an Walnar Yitzkog und den Sindetempel. Natürlich nicht. Ja, das Mirakel? Ja, ich möchte das Mirakel. Geht doch selber davon. Er wird alle mir schön was an den Kopf werfen. Nun, er ist Weißmagier. Er findet nur einen Grund, mir etwas an den Kopf zu werfen. Das ist bei fast jedem so. Bei mir ja. Traut ich nicht. Ihr liefert einfach gute Gründe, Abemir. Nein, er erfindet sie zur Not. Ja, er mag mich nicht persönlich. Ist er eigentlich nicht. Nun, bei eurem Verhältnis zur Wahrheit wundert es mich nicht, dass ihr nicht mehr Teil der Gilde seid. Nein, nun ja. Anna Helm hat euch hierher geführt. Romadenhaar sieht knapp aus. Der Schlund. Aber passt auf. Ihr müsst den Knochenpfad übertreten. Am Nodex wird es gefährlich. Aber ihr dürft den Pfad betreten. Ich hab vielen Dank. Ja, das ist sehr großzügig gemacht. Aber mir hast du vielleicht noch was Süßes dafür, dass wir... Ich fürchte nicht, nein. Honigbonbons? Beim nächsten Mal bin ich sicher, ich werde euch einen Sack Honigbonbons mitbringen. Müllkrieger machen gutes Zuckerzeug. Auch ein ganz klein bisschen Punipan von den namenlosen Tagen, aber das ist nicht viel. Aber du kannst es haben, wenn du magst. Es ist sehr gut. Ein Murmler guter Freund. Gaulheim auch guter Freund. Ich klopf ihm mal so auf. Ja, viel höher als die Füße werde ich nicht kommen, aber... Also, wenn du hochspringst, kannst du das Knie erreichen, genau. Nee, ich springe nicht hoch. Ich klopfe ihm dann halt auf den Unterschenkel oder so. Ja, genau, an die Stiefel. Ja, Hörnerhelm wird euch zurückbringen. Vielen Dank. Nun, Herr Druide? Ja, Vagan schaut aber zu Boltax und du siehst sein fieses Grinsen auf seinem Gesicht. Lächle entwaffnend zurück. Das scheint ihm auch als Entschuldigung genug und damit könnt ihr wieder zurückgehen. Wieder eine eineinhalbstündige Reise zurück, sicher begleitet von Wildschweinen, wo ihr auf einem sehr, sehr müden Raffin trefft. Oh, hier ist nichts passiert. Oh. Ja. Raffin, wie geht's dir jetzt? Wunderbar. Sehr gut zu hören, sehr gut zu hören. Wieso? Mira geht's auch gut. Offensichtlich. Habt ihr mir etwas vom Tee übrig gelassen? Ich bin auch noch etwas angeschlagen. Warum habt ihr denn nichts gesagt? Ich hätte ja noch einen aufgesetzt. Aber nein, hab ich nicht. Wartet. Gib mir eine Minute. Brauchen sonst noch wer was? Gut, ich mach das Feuer nicht dreimal. Ja, würde ich für Isaruna jetzt noch Tee. Und? Hat er euch was erzählt? Ja, sehr aufschlussreich. Das ist fantastisch. Also, ihr werdet es nicht glauben, was für einer Kreatur wir begegnet sind. Einem Troll. Der war größer als du. Er war so groß wie ihr zweimal übereinander gestapelt und dann noch ein bisschen. Ja, so ungefähr. Ja, vielleicht. Also, muss ja ein großer Junge sein. Wenn du dich denn auf deine Schultern nimmst und dann mich auf deine Schultern nimmst, dann etwas so groß. Das ist schick. Ja, und stark war er. Und ganze Monolithen mit einer Hand umsetzen. Oh. Nicht zu vergessen sein unübertreffliches Wissen. Mhm. Und eine fantastische Menschen- und Zwergenkenntnis. Also da hinten sind Trolle, das wollt ihr mir sagen. Ein Troll. Ein Troll, der uns sehr, sehr viel über Drachen beigebracht hat. Und ich habe selber nicht alles verstanden, da, naja, Magie und so, ne? Aber. Dann erklärst du das gar nicht. Wenn Keras das nicht versteht, verstehe ich das eh nicht. Aber anscheinend gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir den Namen erfahren können von dem Drachen. Und das ist wie gut. Der sich zusammenbastelt. Das ist gut. Das ist gut.